Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu Let's Play Eternium Part 28 mittlerweile. Oh mein Gott. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zuallererst die kurze Ankündigung. Ich habe mich jetzt an ein Outro auch mal dran gesetzt. Ich hatte ja bisher nur ein Intro, jetzt kommt noch ein Outro. Das wird jetzt also wahrscheinlich immer dabei sein. Wunderbar. Genau. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Und ihr könnt ja mal gerne schreiben, was ihr davon haltet. Egal, nun zurück zu Eternium. Drück nicht auf den roten Schalter. Die Quest habe ich abgeschlossen. Hey, Spaß entdeckt. Spaß wiederhergestellt in der Fox. Aber bitte erzähle Alara nichts davon. Er würde vermutlich in die Luft gehen. Okay, die Quest mache ich jetzt zu meiner aktuellen. So, ich denke, bevor wir jetzt hier irgendwas machen, werde ich eben einmal schnell alles ausschlachten hier, weil... Sonst habe ich nachher wieder so ein volles Inventar, Leute. Und dann machen wir uns auch direkt daran, die nächsten Missionen zu erledigen und zu absolvieren. Und, ach ja, wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, würde ich mich herzlich freuen, wenn ihr mich unterstützt durch ein Follow wieder. Ja, durch ein Follow auf Instagram wäre auch cool. Durch ein Abo, durch ein Like und kommentiert gerne. Bitte konstruktive Kritik, alles andere werde ich löschen. So, das hatten wir nun erledigt. Alarion hat auch eine Quest für uns, die werde ich mitnehmen. Geister im Sand. Ich habe kaum mit deinen Büchern angefangen in der Fox, aber scheinbar hätten wir das Kaiserreich ein tragisches Schicksal ereilt. Schicksal. Da, super. Nach seiner Niederlage wurden die Einwohner mit Feuer und Schwert massakriert und über die Dünen der Wüste gejagt, bis niemand mehr übrig war. Eine schreckliche Mahnung, was den Welten und Zivilisation geschieht, die Ragadam oder seinen Befehlshabern zum Opfer fallen. Noch immer flirren ihre Geister durch die Wüste, nicht fähig, die Welt ganz hinter sich zu lassen. Die Wüste ist ohnehin der Weg nach Menares. Wir können ihnen also gleichzeitig helfen und unserem Ziel näher kommen. Bring mir ihre Seelen, damit ich sie ins ewige Jenseits lassen kann. Ja, wir haben Alarion gehört. Aber ich möchte gerade eigentlich erst einmal fangen wir jetzt hier ganz schnell an, hier das nächste zu aktivieren. Ich möchte eigentlich jetzt gerne die Gorillenbrüder sind momentan die nächste Quest, an die ich mich dran mache. Genau, hier muss ich hin. In den levanischen Dschungel. Wir haben die Mission nämlich vergessen. Ich muss jetzt die Mission im Nachhinein noch einfach alle machen. Einfach, dass ich so der Vollständigkeit halber alles habe. Des Weiteren möchte ich kurz mitteilen, dass mein neues Let's Play Tricky Castle angefangen hat. Auch würde ich mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Auch das ist ziemlich interessant. Und ja, in diesem Sinne fangen wir an und gehen erneut in den levanischen Dschungel. Wir müssen einen lebendigen Söldner bestechen. Puff, puff. Und aus dem Weg gezimmert, Leute. Habt ihr gesehen? Der Gorillenschläger sieht dich ruhig an. Bitte nicht mehr. Marty Toten. Marty will keinen Kampf. Bla bla. Haben wir ja schon gemacht. Geh weiter auf den Pfad und finde Martys Bruder Teddy. Ja gut, dann schauen wir mal, ob wir den rekrutieren können. Und ja, währenddessen hauen wir alles hier so wieder mal kurz und klein, was uns so in den Weg kommt. Ist ja nichts Neues, ne? Alina Level 42 erreicht, finde ich gut. So. Also eigentlich würde ich diese Gorillons ungern töten, so eigentlich, weil ich glaube, dass die mehr oder weniger gezwungen werden hier. Aber mir bleibt leider nichts anderes übrig. Und ich bin leider auch nicht
so lieb, dass ich lieber mein eigenes Leben opfere als deren. Also opfere ich lieber deren Leben. Ich hoffe jetzt nicht, dass die militante Veganerin mit um die Ecke kommt und sagt, ja, Tiere töten ist falsch. Wenn sie dich versuchen zu töten, was sollst du dann machen? Sollst du dich dann von ihnen abschlachten lassen, oder? Wenn ein, also, naja. Egal, die militante Veganerin, das ist ein Einzelfall für sich. Da würde ich jetzt gar nicht so gerne hier drüber sprechen, weil da kann man sich nämlich auch nur Feinde mitmachen, weil irgendwer, dem geht das dann immer auf den Sack. Hier ist eine Ragadams-Schwester. Die darf auch jetzt gehen. Aileen, was zum Henker? Wohin gehst du? Robin hat Level 40 erreicht. Das finden wir gut. So, eine Ragadams-Schwester benötigen wir noch. Danach haben wir erreicht, was wir erreicht haben. Genau. Und unterwegs finden wir... Okay, mit dem reden wir gleich, sobald wir hier die... ausgelöscht haben. So. Warte nicht, Teddy, töten. Gorillian schnieft. Keine Sorge, Teddy, ich will dich nicht umbringen. Dein Bruder Marty sagt, du würdest etwas Glitzerndes wollen. In Umtausch für was Mächtiges und dein Leben. Ja, ja, Teddy gibt dir starke Waffe, großmächtige Waffe. Du nimmst und... gibt's Teddy Glitzer. Du meinst diese Keule, das ist mächtiger Prügel, der Teddy viel mal gerettet hat. Du nimmst jetzt Prügel, lässt Teddy in Frieden. Ja. Gut, dann habe ich das erledigt. Ja, dann gehen wir mal weiter und hauen hier durch. Einfach jetzt können wir ein bisschen schneller rennen. Das ging ja relativ schnell hier. Trotz alledessen bin ich dafür zu schnell. Ich möchte ja schon gerne Gold und auch die zweite Truhe hier mitnehmen, das wäre nett. Deswegen, wir haben uns heute einfach nur um die Quest gekümmert, die ich irgendwie... Ich glaube, ich hatte die ja schon eigentlich erfüllt, aber irgendwie habe ich sie versaut. Keine Ahnung. Die Gorillenbrüder habe ich ihm abgeschlossen. Ja. Ruby hat die nächste Sache, Mondlandung. Ort, finde einen guten Ort für das Schild. Die Quest hatte ich doch schon. Na gut, dann rennen wir nochmal los. Irgendwie. Ach so. Habe ich jetzt schon 2 Sterne. Das heißt, man kann die Quests mehrmals abschließen. Jetzt verstehe ich. Gut, egal. Dann machen wir jetzt da nicht weiter stellen, sondern ich würde sagen, wir machen nochmal einen Arena-Kampf. Die Zeit passt ungefähr dafür. Und mal gucken, ob wir jemanden finden, den wir angreifen können. Fauna, wie sieht es mit dir aus? Gucken wir uns einfach mal ein bisschen rein. Ja, nee. Dragonia, Level 30. Ja gut, dann kämpfen wir gegen Dragonia. In der Arena. Ja, wir waren heute mit der Story nicht weitergekommen, würde ich aber holen uns dann die Sterne. Ich würde die gerne, wie gesagt, alles so 100% mäßig abschließen. Und naja, immerhin, ich bin Level 48. Ja, okay, da kann ich jetzt meine Glanzparade machen. Es wird natürlich ein bisschen dauern, denke ich, bis ich ihn massakriert habe, aber... Ja, man sieht, dass ich ihm eigentlich da eindeutig überlegen bin. Und an der Stelle, Dragonia, Grüße gehen raus an dich, wer auch immer du bist, wo auch immer du bist vor allen Dingen. Du bist jetzt Teil meines Videos.
Ah, es wird einen Moment dauern, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir das schaffen jetzt hier. So, komm. Jetzt mach hin hier. Ich möchte den Kampf gerne relativ schnell gewinnen, weil auch mir geht die Zeit gerade langsam, aber die hört uns aus. So. So ein Comeback. Wir schlagen uns ja eigentlich. Das sind wie die Leute, die immer so am Trinken sind. Erst trinken, dann schlagen und dann wieder trinken zusammen. So, jetzt habe ich so die Hälfte, habe ich ihn weggemopst. So, das sollte. Ja, okay, jetzt habe ich ihn da fast. Also hoffe ich. Ich würde den Kampf halt ungern abbrechen. Das ist halt, deswegen hoffen wir mal, dass wir das jetzt in den nächsten Minuten schaffen, ihn so weit zu besiegen. Okay, lang ist nicht mehr. Lang aber nicht mehr. Er rennt weg in den letzten paar Metern. Sehr interessante Taktik. Bam! Erledigt. Ich habe eine Schatztruhe gewonnen. Boah, 3,4 Millionen und er 2,9. Na dann. In diesem Sinne würde ich sagen, öffnen wir den Schatz kurz. Oh, perfekt. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zusehen. Mein Name ist Ender Fox und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.